Willkommen zu den Update-News vom 3. März 2021. Heute sind nochmal zwei neue magische Pferde ins Spiel reingekommen, und zwar im Modell des Clydesdales, und zwar Petra und das Erinis. Die sind inklusive der passenden Haustiere bis zum Mittwochs-Update am 24. März verfügbar. Danach verschwinden sie wieder. Die beiden magischen Pferde sind kältebeständig wie auch das Clydesdale und kosten je 750 Starcoins. Passend dazu gibt es auch wieder Haustiere. Zwei kleine Hasen, die so aussehen wie die magischen Pferde in ihrer magischen Verwandlung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, sie sind teurer geworden als die letzten magischen Haustiere, denn jeder der Hasen kostet 400 Starcoins. Ein stolzer Preis, wenn ihr mich fragt. Ich werde mir von den magischen Pferden sehr wahrscheinlich keines kaufen. Ich finde sie zwar optisch gelungen, aber ich bin kein großer Freund des Clydesdales. Für alle Lifetime Star Rider gibt es noch einen neuen Gegenstand im Bonus-Shop in Moorland, und zwar diese grüne Hose. Die ist auch wieder Chumpy-tauglich, die könnt ihr euch da kostenlos abholen. Und nächste Woche sollen die magischen Pferde nicht mehr ganz so schüchtern sein, wenn es darum geht, ihre wahre Gestalt zu zeigen. Star Stable hat es vor einer Weile schon angeteasert, dass es die Möglichkeit geben soll, die magischen Pferde auf Knopfdruck zu verwandeln. Ich persönlich begrüße das sehr, denn es gibt einige magische Pferde, die mir tatsächlich in ihrer normalen Form sehr gut gefallen, die ich aber nicht gekauft habe, weil ich die magische Form absolut schrecklich fand. Von daher finde ich die Neuerung cool. Das war's aber für heute. Schreibt doch mal in die Kommentare, werdet ihr euch eines der magischen Pferde holen? Ich bin gespannt. Bis dahin. Tschüss!